Bullseye. George Baldock zu Union. So, mal gucken, was die Grippe so macht, bis wir gegen Arzbach spielen. Ein paar Spieler könnten wieder fit sein. Ich hoffe, dass einfach sich keine weiteren infizieren. Das wäre schon mal super. Steininger ist wieder fit. Das ist sehr, sehr schön. Kirsch ist wieder fit. Very nice. Ich glaube, die anderen werden das danach wieder fit. Neuenberger verletzt. Oh gut, wir haben Steininger wieder. Also gleich sieht ein bisschen aus. Markarenko ist auch wieder fit. Das ist auch gut. Wir haben dauerhaft vier verletzt, ne? Und Markarenko ist mit der Grippe infiziert. Gerade wieder fit und damit der Grippe infiziert. Nee. Das gibt es nicht. Right now. Diese Grippe, also ich meine, dass sich Leute dann infizieren, wenn einer die Grippe hat, ist ja irgendwo zu erwarten, aber also ich glaube, so krass um sich geschlagen hat das bei mir noch nicht bisher. Das sind jetzt schon 5 Spieler oder so, mindestens die Grippe hatten jetzt. Es war meistens so einer, der sich infiziert hat irgendwie und haben sich noch 2 mit angesteckt oder so. So. Ich wollte nochmal Cottbus checken, ne? Haben wir gesagt. Das ist Deutschland und die Regionalliga Nordost. Cottbus war auf 3, ist wieder auf 4 runter. Hat immer noch 11 Punkte auf Chemnitz diesmal, aber Chemnitz ist hoch. 5 Spiele noch. 11 Punkte auf Chemnitz. Ich glaube, das wird nichts mehr. Für Cottbus. So, wird's was für uns aber? Das ist die Frage. Ansbach. Heimspiel. Come on, Leute. Maderer und Steininger wieder zusammen im Sturm. Das kann doch nur Gutes heißen. Andermatt im Mittelfeld dahinter. Dahnhof rechts. Das ist doch gefühlt die Stammelf. Da muss doch was gehen. Come on. Nichts passiert in der ersten Hälfte. Nichts, nicht mal eine gelbe. Zweite Halbzeit. Come on. Steininger, Maderer. Gelbe Karte für Ansbach. Gelbe Karte für uns. Nicht schon wieder unentschieden, Leute. Wie sollen wir denn mit Unentschieden Meister werden? Mal ganz ehrlich. 0-0 gegen Ansbach. Ich meine, das sind alle Spiele, da würde ich Punkte grundsätzlich mitnehmen. Aber wir spielen hier gerade um die Meisterschaft. Jetzt sind wir hinter Filzing und Erlangen, weil beide gewonnen haben, oder? Ja, beide 3-0 gewonnen. Ein Punkt hinter beiden. Aber wir sind jetzt hinter beiden. Und wir haben echt ein toughes Restprogramm. Jetzt erstmal Marsweiler ein bisschen abschießen, ein bisschen Selbstvertrauen sammeln und dann gehen wir nochmal in die Vollen. Und Dahnhof auch noch infiziert. Super. Aber durch das Freundschaftsspiel zwischenrein sollte genug Zeit sein, um da zu recovern. Mal auf Holz klopfen, ne? Adama Traoré zu Tottenham Hotspurs. Und wieso nicht, ne? Wieso nicht? So, ein bisschen Golfgrind mal eine Woche oder so.
Bing, 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 bing. Jawohl, Andermatt hat auch noch Grippe. Das kann nicht sein, ne? Was ist denn mit dieser Grippe los? Hört die gar nicht mehr auf? Michael ist für 4 Wochen aus. Ach du Kacke. Aber wir kriegen schon noch 11 zumindest aufs Feld, oder? Gegen Marsweiler. Ist schon mal super. Ja, aber nur 6 auf die Bank. Angebot für David Pfeil. 3-9. Wir haben Lipper, da ist LV. Kommt da ein LV hoch als Jugendspieler? Strobel. Strobel kommt hoch. Wir können mal verhandeln. Wenn wir einen guten Preis raushandeln, können wir mal gucken, ne? Können wir mal gucken. Türkic braucht einen neuen Mentor. Oder halt gar keinen. Braucht Aufmerksamkeit, ist okay. Gibt Schlimmeres. Ehrgeizig und professionell, das ist sehr schön. Okay, damit ist die A durch. Feel like a monster. So. Dann hier und Spielgespräche natürlich sehr, sehr wichtig. Kolbe gut trainiert. Krobasiger gut trainiert. Wolf hat gut trainiert. Kirsch hat gut trainiert. Nollenberger hat gut trainiert. Zaza hat gut trainiert. Makarenko hat gut trainiert. Und Stockinger hat gut trainiert. Und damit Abfahrt. Mit 6 Spielern auf der Bank, weil mehr ist nicht. Mehr haben wir nicht. Ist das tough. Come on, dann aber wenigstens einschießen. Jawohl, Steininger. Marderer. Let's go. Weiter so. Bam. Bam. Come on, 3, 4 vor der Halbzeit. Nee. Nur 2. Gut, jetzt aber. Weiter. Bam. Jawohl, Marderer. Marderer. Golla. Grubersig. Schaffen wir noch ein siebtes? 6-0. Very nice. Very evil. Sehr, sehr schön. Nehmen wir so mit. Und dann geht's gegen den ersten FC Sand. So, 3-9 wollen, bieten sie. 4-2 wollen wir. So. Zack, abgebrochen. Pass auf. Die haben einfach alle kein Geld, ne? Die sagen, hey, wir bieten 3-9 und da haben sie aber auch nur 3-8 eigentlich. 3-9 ist schon mehr, als sie haben anscheinend. Karenko und Dahnhoff sind wieder fit, das ist schön. Ich hoffe noch ein oder zwei vielleicht. Nürnberg ist noch angeschlagen, okay. Sebastian Andersson ist Spieler des Monats. So, Prognose ist, wir bleiben Dritter, weil wir lassen gegen Sand liegen. Uff, Filzing wird Erster. Gewinnen, gewinnen. Gut, Prediction ist, Filzing gewinnt alle drei. Damit wären sie so oder so durch. Ob wir es liegen lassen oder nicht. Wir lassen zweimal liegen. Als ob wir gegen Bayernhof 5-1 gewinnen, Digga. Und Erlangen, lassen die mal liegen. Ja, gegen Groß-Bardorf, laut der Prognose. Und gegen Ansbach. Erlangen und wir lassen zweimal liegen. Aber Filzing nicht. Ich meine, wie gesagt, wenn Filzing nicht liegen lässt, ist das Ding sowieso durch. Ganz klar. Gucken wir mal. Okay, wir schaffen keine. Weil David falls sie auch noch und Wolf muskuläre Probleme. Okay.
Ha, ich krieg das Kotzen, ne? Ich fall vom Glauben ab. Das ist halt tough, das ist halt einfach ultra tough. Dass jetzt das Verletzungspech zuschlägt. Das ist halt einfach nur Belastung. Mold Story. Makarenko gut trainiert. Stockinger auch. So. Gut, damit das Ding nicht meckert, nehmen wir Neuenberger halt mit auf die Bank, auch wenn er angeschlagen ist. Ich hoffe, der lässt hier nicht spielen. Und dann mal Abfahrt. Gegen Sand auswärts. Also muss halt eigentlich ein Sieg her, ne? Ich sag halt einfach, wie es ist. Wenn wir hier nicht gewinnen, ist das Ding durch für uns. Dann sehe ich auch keine Hoffnung mehr, dass wir hier noch Meister werden. Leider. Da war es trotzdem eine starke Saison. Eigentor, 1-0, Steininger 2-0, let's go, let's go, let's go. Aber schon zwei gelbe. Gefährlich. Das ist gefährlich. Eine dritte. Aber ein drittes Tor. Steininger mit zwei. Come on. Come on. Ist die Meisterschaft noch drin? Vierte gelbe. Vier null Dahnhof. 4-1. Okay. Torreiches Spiel auf jeden Fall. Vielleicht ist das so 5-1. Ja, das mahnte da nämlich, dass die Prognose gegen Beinhof getippt hat. Spiel verwechselt. Noch eine gelbe. Sechs eins, never mind. Nehmen wir so mit 6-1 Sieg gegen Sand. Spieler des Spiels, Stockinger, oder? Steininger. Was ist relevant? Filzing hat 5-1 gewonnen. Erlangen 1-0 verloren. Wir sind auf 2 wieder. Wir sind wieder auf 2. Erlangen hat liegen gelassen. Gashi ist jetzt bei 24 Buden. Wir müssen noch 5 schießen. Oder halt einer von beiden. Andermatt ist top bei den Vorlagen, aber ja. Next, Wartanspor Aschaffenburg. Nur noch 2 Spiele jetzt, glaube ich, ne? Können gleich mal gucken, was die zweite so macht. Die B. Müsste jetzt auch so gut wie durch sein. Andermatt ist wieder fit. Das ist sehr geil. Sehr wichtig und sehr richtig. Take on anyone. This is not where you belong. Kieran Trippier, McAllister, Philipp Max zu Bayern. Also der Kontostand geht aber auch rapide abwärts, ne? Was machen wir da gerade? Dass wir so mega abgehen. Ach, jetzt haben wir so viel Gehalt oder was? Keine Ahnung, Digga, ne? Keine Ahnung. Krass, wie das Gehalt abfällt. Und haben wir nicht. Ne, wir haben kein Freundschaftsspiel mehr. Eins ist am Freitag, glaube ich, oder so, ne? Freitag oder Sonntag ist, glaube ich, der letzte Spieltag. War irgendwie nicht am Samstag. Wenn ich mich nicht täusche. Und Weber, die Grippe. Jawollo. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Vier Leute. Nach dem Spiel gegen Wartanspor sind zwei davon wieder fit. Ha, das kann halt wirklich das jetzt uns das Genick brechen. Von der Form, von der Mannschaftsstärke und allem müssen wir trotzdem gewinnen.
Aber, ne? Hätte, hätte, wenn und aber, Fahrradkette. So. Dani B. Was ist Makarenko gut? Wahrscheinlich Dribbling oder so, ne? Naja. So, Spielgespräche. Wichtig, ne? Wichtig, wichtig, wichtig. About. Ich hoffe auch einfach, dass die Auf- und Abwertungsphase gut wird. Ich meine, optimalerweise wäre eine Talenterhöhung, aber da glaube ich jetzt mal noch nicht dran, eben ehrlich zu sein. Zumal die meisten nicht mal, ich sag mal, nicht mal gut genug sind, um das, dass das wirklich worth ist. Ich meine, wenn irgendwer jetzt auf 5 Sterne geht, ja gut. Ich meine, nehmen wir mit, aber wird uns das jetzt irgendwie retten oder so? Wahrscheinlich nicht. Aber, ne? Wir wollen jetzt nicht zum einen nicht den Abend vor dem, nee, den Tag vor dem Abend loben oder so. Und nicht hier voreilig werden. So. In einem Schiff, Marderer und Steininger sind am Start. Damit können wir jetzt doch Vatanspor abschießen. 596. Ich glaube, wir waren noch nie so stark. Trotz den 4 Verletzten. Ich glaube, wir waren noch nie so stark aufgestellt. Fast 600. Come on, Leute. Wir müssen punkten. Gibt gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen punkten. Andermatt verletzt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Come on. Ich meine, wenn wir jetzt mal eine heftigere Verletzung kassieren, so eine, keine Ahnung, Schienen- und Wadenbeinbruch mit 18 Wochen, dann eher jetzt als irgendwie Anfang nächster Saison, ne? Weil dann verpasst du zwar das letzte Spiel, aber dann ist du bis Anfang der Saison wieder fit wahrscheinlich. Oder halt bis zumindest kurz vorher. Aber wir müssen trotzdem noch ein Tor schießen, Leute. Wir brauchen 3 Punkte. Come on. Steininger, Maderer, bitte, 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 bitte. Sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht gut aus. 1-0 für Vatanspor. Das war's mit der Meister. Makarenko-Ausgleich. Und wir kassieren nochmal das Gegentor. Das kannst du dir nicht ausdenken. GG. GG an der Stelle. GG an der Stelle. Andermatt, 3 Tage. Filzing hat nicht liegen lassen. Damit sind sie durch. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ihr seid Wichs. Die Frage. Oh, aber wir könnten noch Rallye, ne? Das ist jetzt das Ding. Erlangen muss halt jetzt eigentlich nochmal liegen lassen. Gegen wen spielt Erlangen? Ansbach. Und wir gegen Bayern Hof. Ha. Ah, wird das tough, wird das tough. Nee, ich möchte keine Nationalmannschaft, danke. Ja, jetzt spielen wir am Sonntag. Das war das, was ich meinte. Das ist halt jetzt bitter. Another prison system, another prison system, another prison system for you and me. Veit ist wieder fit, Andermatt wird wieder fit rechtzeitig. Das ist auch gut. Ansonsten, Weber schafft es wahrscheinlich nicht ganz. Michael ist auch nicht, wobei Michael ist nicht so schlimm ist. Weber, glaube ich, könnte spielen eventuell. Madere will die 10 ja von mir aus. Von mir aus. Weimar hat die 10, der Innenverteidiger, wollte ich nochmal gesagt haben, ne? Wir bekommen Weimar dann die 5.
Minimum Sentences. Around the world, drugs are now your global policy now. Wir haben nicht geguckt, was die B macht, ne? Müssen wir es gleich machen. Und Stockinger, die Grippe. Jawollo. Digga, es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf, diese Scheißgrippe. Ich flipp komplett aus. Ha. Sie hört einfach nicht auf. Darmhochfeld aus Schleimbeutelverletzung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt auch von der Grippe, weil das ja auch Nürnberger hatte. Während dieser Grippensaison. Oh, Baby, you and me. Also wir sind deutlich stärker, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Weber ist wieder fit. Das ist cool. Das ist cool. So. Haben wir hier noch einen Mentor? Nein. Hier sieht es mit der B aus. Mal checken, wie die tabellarisch dastehen. Nope. Die B steht auf Platz 10. Jawoll. Haben wir nochmal reingeschallert am Ende. Ein Spieler haben wir noch, sind wir 5 Punkte davor, das heißt, wir steigen nicht ab mit der B. Das ist Premium. Das ist doch schon mal gut. Damit habe ich den letzten Spieltag. Bayernhof. Ich wiederhole, wir müssen, also diesmal müssen wir wirklich gewinnen, also wir müssen mindestens unentschieden spielen. Mit dem Unentschieden und der Niederlage von Erlangen würde es auch reichen, glaube ich. Aber, Marder mit dem 1-0. Zwei nur Steininger. Erlangen muss halt auch liegen lassen. Das ist halt das Ding. Wenn wir jetzt 7-0 gewinnen, was sein könnte, weil Steininger das 3-0 gemacht hat, und Erlangen 1-0 gewinnt, dann reicht es halt trotzdem nicht, ne? Das ist halt so das Ding. Knezevic ist gesperrt. Marder mit dem 4. Aber, also so hoch wie wir gewinnen, muss Erlangen eigentlich auch gewinnen. Kann gar nicht anders sein. Okay, 4-1 Vorlage Gashi. Oh ja, wir kämpfen noch mit Gashi um die Torschützenkrone, ne? Madara, hier, Steininger, macht mal noch ein paar Buden. Steiniger verletzt sich. Aha. Mann! Das ist halt so verflucht jetzt, das Ende. Na ja gut, Gegentore ist jetzt auch egal. 5-2. So. Dann die Frage, wie hat Erlangen gespielt? Das ist jetzt die große Frage. Zwei Buden Steininger, zwei Punkte, zwei Buden Marderer. Steininger fällt 2 Wochen aus. Erlangen hat 3-2 gewonnen. In der 85. Ist das bitter? Ist das bitter? 21-21. Andermatt, bester Vorlagengeber. Aber es hat nicht gereicht. Saisonziel übertroffen, ja. Aber es ist halt trotzdem unendlich bitter für das, was hätte sein können, ne? Ist halt trotzdem unendlich bitter. Ich meine, ich will das jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, ne? Um Gottes Willen. War trotzdem eine mega Saison letztendlich für uns. Aber, ne? Ist halt nicht ohne Aber jetzt in dem Fall. Gut, und Liga gibt es da nicht. Dann kommt man es da nicht an. Golla hat die Grippe. Ja, jetzt könnte mich langsam am Arsch lecken mit der Grippe. Cottbus ist immer ein Dritter geworden mit 5 Punkten nur noch dahinter. Also es war am Ende relativ knapp. Bayern ist Meister, das wissen wir. Bochum geht runter, Bielefeld geht runter. Augsburg spielt Relegation durch Tordifferenz. Gegen Hamburg,
Hannover geht hoch auf 2 und Düsseldorf. Runter gehen Aue und Ingolstadt. Holzbein Kiel in der Rehle gegen 60. Osnabrück und Duisburg gehen hoch. Zwickau, Freiburg, Viktoria und Havelse gehen runter. Englandmeister ist Liverpool. In Italien ist es Inter. In den Niederlanden ist es Ajax. In Portugal ist es Sporting Braga. In Russland ist es natürlich Zenit. Und in Spanien ist es Atletico mit 17 Punkten Vorsprung. Sociedad auf 2, Sosasuna auf 5. Valencia auf 7. Oviedo. Wo ist denn Oviedo hin? Auf 9 gerutscht. Schade, schade. Schade, schade, schade. So, gleich erschrecke ich mich wegen der Auf- und Abwechslungsrunde. Wir können verhandeln, haben wir gesagt. Großartig, ja. Geht so, ne? Ich bin ein bisschen genervt, um ehrlich zu sein, aber machst du nix. So. Machen wir mal wieder 4-2. Ah, die wollen schon mal verhandeln. Lippert, Spieler, bester Spieler. Bester Torschütze Steininger. Liebling der Fans ist Lippert mit 34 Trikots. Und Weber war 6-mal Spieler des Spiels. Da ist es. So. Lippert geht hoch. Weber hoch. Können wir Punkte hochgehen? Steininger, sag mal. Aha, Maderer geht 1 hoch. Sehr schön. Andermatt geht ein bisschen hoch. Weber geht runter. Gut, ist halt so, ne? Chrubasse geht hoch. Schönes Ding. Stockinger geht hoch. Moos, ja, das war klar. Bei ihm genauso. Auch bei ihm. So, in der Jugend. War okay. Unterirdisch schlecht. Hoch. Kein Talent erhöht. Müsste jetzt, wäre es hier gewesen, glaube ich, ne? Ich glaube, das wäre jetzt schon mit bei gewesen. Ne, müsste jetzt spätestens hier gewesen sein. Schalke ist mir interessiert. Ja, schön für sie. Haben wir auch scheiße gespielt. Pfeil wechselt. Für 4-2. Das ist okay. Wie gesagt, dafür kommt der einer aus der zweiten hoch. Aus der Jugend. Schade, dass wir keine Talenterhöhung, aber letztendlich war die Saison zwar, na gut, für unser Verhältnis war die sehr, sehr gut eigentlich, ne? Oh, und wir haben ja, nee, wir kriegen ja keine Auflagen, weil wir keine Lizenz haben, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, hier, da sind wir nicht dabei. Duell, bla, ja. Runter Augsburg bleibt und Holstein Kiel bleibt. Das heißt, kein Relegationsaufsteiger. Of the modern me. We throw ourselves against the wall. Luis Suarez, bester Torschütze 31, 27, Lautaro Martinez, Anderson und Haaland 26, Benjeda 25, Adeyemi 32. Natürlich, das nächste infiziert mit der Grippe. Digga, das ist halt so lost. So lost. Thank you, thank you, thank you, thank you. Muskelfaserriss. Ich meine, das ist halt jetzt relativ egal, ne? Sag ich, wie es ist, aber... Oh, Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ich gucken. Hat mir kein Geld für, ne? Scout ist tatsächlich gar nicht so schlecht, ne? Also den würde ich vielleicht schon eher halten. Geschäftsführer allgemein überhaupt zu haben. Wobei. Scout haben wir angeboten.
Torwarttrainer machen wir mal, weil der ist auch gar nicht so schlecht. Okay, möchte er nicht. Jugendtrainer. Okay, wir können mal nach Jugendtrainer und Geschäftsführer gucken, ob wir da irgendwas Gutes kriegen. Würde so krass, oder? Ach so, kann ich halt nicht, ne? Sehen wir Gehalt oder so von dem? Nee. Ja gut, dann verlängern wir halt die, die wir haben. Jugendtrainer möchte nicht. Torwarttrainer wollte auch nicht, ne? Nee. Geschäftsführer? Ja, der würde. Aber nur, dass wir da nicht ohne dastehen. Na gut, dann habe ich jetzt schon angeboten. Aber machen wir einfach nochmal. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier wieder abbrechen geklickt hätte, dann hätten die safe wieder das Angebot zurückgezogen. Wäre auch nicht geil gewesen. Interessant wäre es dann einfach mal, was für ein Geld jetzt nächste Saison dann haben. Aber wahrscheinlich wird es nicht gerade mehr werden. Gut, die WM ist jetzt tatsächlich relativ uninteressant für uns. Dadurch, dass wir niemanden haben, der da irgendwie mit teilnimmt, ne? Okay, lehnen beide ab. Uff. Uff. Na gut, dann müssen wir dann nächste Saison mal gucken, ne? Dann steht das auch mit auf der Agenda. Ganz oben. Personal. Bam 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 bam. Lewandowski, bester Spieler der Liga, Kimmich, na neue, dann Haaland. Hummels immer noch auf Platz 11, ne? Ist auch krass. Ich gucke jetzt mal die Gruppenphase gar nicht so durch. Sehen wir dann, wer weiterkommt. Beziehungsweise vielleicht, wenn ich dran denke, am dritten Spielplatz, am dritten Spieltag einfach, wenn die Gruppen quasi durch sind. Und vorher, wie gesagt, dadurch, dass keiner spielt von uns, ist das einfach nur so Interesse halber. I need a hero. I need a hero. Justin. To live another day. So. Die B. Irgendwie reichen alle gerade Trainingsziele. Aber ist ja super. Sehr schön. Bisschen golfen, ne? Schadet nicht. So. Jetzt müsste letzter Spieltag gewesen sein. Der Gruppenphase. Einige Angebote abgelehnt, das ist auch gut. So, 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 so. Ich glaube, da müssen wir uns nicht bewerben, weil ich glaube jetzt nicht, dass unser Stadion den Anforderungen entspricht, um uns für einen Gastgeber eines internationalen Finales zu bewerben. Österreich und Kanada kommen aus ihrer Gruppe. Portugal und Frankreich, das ist jetzt wenig überraschend, glaube ich. Die USA und Griechenland vor Brasilien. Tough Bro. Niederlande raus. Dänemark, Uruguay weiter. Belgien, Ukraine weiter. Argentinien, Mexiko. England, Italien. Und Deutschland, Algerien. Für Polen ein bisschen, ja, unter den Anforderungen, glaube ich, ne? Aber gut. Machst du nix. Machst du nix. Safe. Ja gut, da können wir sowieso keinen holen, ne? Also, glaube ich jetzt nicht. Könnte man vielleicht gucken, theoretisch. Österreich gewinnt gegen Griechenland, Uruguay gegen Portugal, Belgien gegen Italien, Argentinien gegen Algerien,
USA gegen Kanada, das ist mal ein Achtelfinale. Frankreich gegen Dänemark, England gegen die Ukraine und Mexiko schmeißt Deutschland raus. Was ist jetzt die größte Enttäuschung des Turniers? Deutschland oder Niederlande? Das ist die Frage. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wahrscheinlich eine der beiden Mannschaften. Du hast doch gerade nichts zu tun. Now there's a reason why I sing. Guti. Österreich gewinnt gegen Uruguay, Belgien gewinnt gegen Argentinien, Frankreich schmeißt die USA raus und England, Mexiko. Damit haben wir im Halbfinale einen Underdog gegen den Favoriten. Das ist schon mal safe. Wobei Belgien immer Underdog mittlerweile ja ein bisschen in Anführungszeichen ist, ne? Also die immer noch Underdog zu nennen, ist halt mittlerweile ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Ja, Wollo, Bremerhaven, cooles Wappen aber. Cooles Wappen, Digga. So, wer ist im Finale? Belgien gegen England. Frankreich, Österreich um Platz 3. Also wird es Frankreich, Belgien, England von 3 nach 1. Jugendspiel entdeckt. Ja, nehmen wir. Ohne Auflagen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Möchte nicht. Der würde verhandeln. Und der auch. Probieren wir es halt nochmal. Ich meine, wir haben da ein paar Slots, weil irgendwer wird auslaufen. Aber ja. So, Frankreich wird Platz 3. Ich lag richtig, was? Ah, will ich nicht absteigen, ja. Siehst du mal, ne? Siehst du mal. Pfeifett. Und England gewinnt. England ist Weltmeister. Dass ich sowas noch erleben darf. So, sehen wir Mannschaft des nächsten und so, sehen wir das auch? Ich glaube, oder? Ich hoffe. So, Torschützenkönig und so was. A Company. Ja. Mertens, Alfonso González. Lazaro. Für Österreich, glaube ich. Declan Rice, De Bruyne. The Ox. Chilwell, Dandonka, Otamendi, Trent und Manja. Kalacic. Mit 7 Buden. Sané und Grealish mit 5. Enttäuschung ist Deutschland. Und die Überraschung ist Österreich. Oh, nee, ich gar nicht. Im Endeffekt interessiert uns das nicht. Hoch sind den Donker, Robinson, Matt Turner, runter, Zielinski, De Jong, Kwang Chan Hoon. Mitarbeiter lehnen Angebot ab. Ist aber schlecht. Aber schlecht, Leute. Today I die. Nur noch 88.000. Ich glaube, wir sind pleite, wenn wir in die nächste Saison gehen. Schwierig. Guti, dann gehen wir noch ein Golfspiel, ne? Und dann geht's ab. In die Transition in das nächste Jahr. The Death Box.
Badam, badam, badam. Muss denn das? Oh Gott, das hätte ich nicht machen sollen, oder? Okay, geht anscheinend nicht. Bester Sturm. Bestes Offensivteam. Super, das ist nicht gekauft. Bestes Heimteam? Gewonnen hat aber wer anderes. Das ist ja mal geil. Bestes Heimteam erlangen, bestes Offensivteam sind wir. Meister geworden ist. Wir waren jetzt Meister. Ist Meister geworden. Auch nicht Fülching. Also doch Fülching? Vielleicht auch doch Fülching. I won't deny. Uzi Lupo Martini Wolfsburg. Sind die in Italien? Sind die in Wolfsburg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. This ain't no race. Let's go. So, Saisonzusammenfassung. Champions League-Sieger ist Atletico. Oha. Und auch einen Pokal gewonnen. Copa de su Master del Rey. Also, war im Finale wohl? Ja, ich glaube, die haben auch den. Ich glaube, die haben das Triple geholt. Champions League 2022. Pokal 2022. Meisterschaft 2022. Und Supercup. Die haben alles geholt. Die haben einfach alles geholt. Mailand Euroleague-Sieger. Ich glaube, wir waren auch in der ersten Saison Euroleague-Sieger, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Europas Top 11. Ah, keiner von uns dabei. Schade. War knapp. Knapp. So, überraschend. Everton. Real Sociedad. Osasuna. Sassuolo in der ersten Saison. Vielleicht ein bisschen überraschend. Ansonsten ist es krass, krass überraschend. Porto fehlt halt. Portimonense hier. Benfica Sporting. Braga. Kein Porto international. Zumindest nicht in Euro der Champions League. Vielleicht in der Conference League. Don't ask me why. So, Aufstieg. Ach du Kacke. Ja gut, wir brauchen etwas Budget, ne? Auch wenn es nicht viel ist. Ja gut, ich meine, wir wollen ja aufsteigen. Dann ne, probieren wir es halt, ne? Man sieht da eine Börse, das ist super. Ja.
Ja, wir fangen an, wir spielen Golf. So, Mitarbeiter, wir fangen bei den Mitarbeitern an. Wir haben minus 700.000 Gehälter, das ist gut, das ist gut. Offene Positionen sind, wir bräuchten einen Jugendtrainer und einen Geschäftsführer. Das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. Wie wäre es denn, weiß ich nicht, mit sowas? Okay, kein Interesse. 55 bis 60? Schaffen wir da was? Ein Sechser? Nee. Ein Fünfer? Nee. Okay. 50 bis 55? Ein Sechser mit 51 ist okay anscheinend. Und einen, was habe ich gesagt? Einen Jugendtrainer. Einen Jugendtrainer. So. Ja, den werden wir nicht kriegen. Sieht's mit dem aus? Nee. Der hat dann wahrscheinlich das Recht nicht, oder? Nee. Und vielleicht doch nur den? Ah, der auch nicht. Okay. Der? Nee, nee, nee. Klar. Nee. Okay. Bis 55? Ja, dann nehmen wir halt einen mit viel Potenzial, ne? Was? Oh, das war beim Geschäftsführer wahrscheinlich auch der Fall, oder? Das ist halt schlecht, ne? Das ist halt schlecht. Ja. Gut, ne? Ich meine, Kartenverkauf und so kann ich nicht machen. Anscheinend. Weiß ich da nicht, weiß ich nicht. So, wir gucken erstmal hier. Ne, wir gucken erstmal in die B. Zweite haben wir nichts, oder? Ne, gut. Dann gucken wir zuerst mal in die Verträge kurz. Läuft viel aus. Stockinger, Steininger, Weber. Es laufen drei Verträge aus. Okay. Das sind aber keine, die wir verleihen werden oder so wahrscheinlich. Also vermutlich nicht so wild. So, jetzt gucken wir in die A. Da haben wir tatsächlich nur Fünfer. Ist ja schon mal nicht schlecht. In der B nicht. Da haben wir Platz. Da müssten wir erstmal aus. Markus Neuer, wer kennt ihn nicht? Der Bruder von Manuel Neuer. Moses Schönfuß. Ach du Scheiße. Moses Schönfuß. Eieiei. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. So. Dann, der kommt weg. Ildis. Auch Göbel. Kommt weg. So. Haben wir hier irgendwas Sonderbetreuung? Nee, ne? Nee. Das ist schon mal gut. Haben wir einen Sechser? Nee, wir haben hier nur Fünfer. Das heißt, wenn, dann verteilen wir sowieso hier die Sonderbetreuung. Aber wir machen jetzt erstmal Coaches. Hier haben wir ihn. Also Mentoren, meine ich. Natürlich, mit Coaches. Versteht sie ja von alleine. Keinen neuen anscheinend, was ja schon mal nicht so schlecht ist. Ja, dann haben wir halt. Müssen wir, dass die Charakterzüge passen. So. Hier Sonderbetreuung. Hier Sonderbetreuung. So, dann können wir hier anscheinend auch. Das ist gut. Ist der denn neu? Der ist neu. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Muss aufgestellt werden als IV. Gut. Ja. Ja. So, dann Keeper haben wir zwei Stück. Das ist okay. LVs haben wir zwei Stück. Das ist okay. IVs haben wir 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Shit. Vier davon sind jung. Das heißt für mich, vier davon werden verliehen. Alberti. Okay, warte, wir setzen erst erstmal auf die Leihliste. Und dann fangen wir mit dem Schlechtesten an. Aus einem ganz einfachen Grund. Dann suchen wir quasi den Verein mit dem schlechtesten, mit der schlechten Innenverteidigung und können uns dann so ein bisschen nach oben arbeiten, potenziell. So, der schlechteste ist Alberti mit 37. Das heißt, wir gehen jetzt mal in die Süd. Nee, in die Süd, weil wir in Nord sind. Guck mal. Traunstein. Haben halt gar nichts. Okay. Memmingen. Nee. Nee, nee. Jan Ringsburg, zweite. Vielleicht Neudings. Die hier. Nicht interessiert, okay. Wieso nicht? Wissen wir nicht. Okay. Okay, okay, okay. Wie war's denn hier? Die unteren drei sind noch okay. Ehring Süd? Nee. 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 Okay, ich glaube, wir müssen über einen Agent machen. Wir bieten die Spieler an. Spiel anbieten. Und Spieler anbieten. So, dann haben wir Weber, Weber, Eder, Weimar, Michaelis. Michaelis mit Abstand der schlechteste. Das heißt, ich würde den gern verkaufen. Auch hier Spiel anbieten. Abfahrt. Dann haben wir Weber, Weber, Eder und Weimar. Jetzt können wir hier nämlich mal die machen. Machen wir hier raus. Wir haben 11 aus Lippert und Strobel. Weber, Weimar, Weber und Eder. Das passt so. So, wir nehmen mal wieder alles andere raus. Das ist vielleicht wieder ein Tick umständlich, aber wir machen das jetzt so. 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 RVs haben wir Wolf, Goller und Aaron Simpson. Ganz ehrlich, Aaron Simpson, nee, am besten verleihen wir ihn nochmal. Um, 41er RV. Ismaning oder so. Haben gar keinen RV anscheinend. Doch, die haben hier einen alten. 55er. Ist ja nicht so krass. Wir müssen halt irgendwie und irgendwie da unten drin, ne? Aber die haben halt gefühlt keine Leute. Eintracht Karlsfeld weiß ich nicht, ob er da spielt. Müssen wir halt hoffen, leider. Ist halt leider so. Gut, dann haben wir als ZMs. Haben wir die RVs jetzt? Wolf und Goller. So, ZMs haben wir. Ne, LMs vielleicht mal. Haben wir Knezovic und Makarenko. Glaube ich. Makarenko und Knezovic. Gucken wir mal. Knezovic wird aufgestellt. Bester Satz. Wer Lippert, gefolgt von Nollenberger. Dahnhof, der rechts spielen wird. Stockinger, Kirsch. Musste mal, wie viel hatte Makarenko, Digga? 42. Ha, ha, ha. Okay, müssen wir vielleicht dann nochmal überlegen. Aber machen wir es mal so. ZM. Haben wir Kirsch, Andermatt, Olissen. Lassen wir vielleicht als dritte Option dann. Dann hätten wir Fock. Die ich tendenziell vielleicht auch nochmal verleihen würde. Dann haben wir Kirsch, Andermatt, Olissen, Stockinger vielleicht. Wobei Stockinger, dann würde ich Stockinger tatsächlich als LM-Option machen.
und Makarenko vielleicht loswerden. Wenn das vielleicht eine Option ist. Auch wenn es der Kapitän ist. Dann hätten wir nämlich links nicht Makarenko, sondern Knezevic und Stockinger. So, wie gesagt, dann haben wir ZM, Kürsch, Andermatt, Olesen, Fock wird verliehen. Dann haben wir Hamann oder Hürzeler. Gut, Hamann ist halt schlechter, Hürzeler ist hat mehr Potenzial. Würde ich halt trotzdem versuchen, ihn zu verleihen. Dann haben wir im ZM Olesen, Hürzeler, Kirsch und Andermatt. Im RM haben wir Dahnhof und Türkgücü. Ganz klares Ding. So. Den haben wir jetzt noch nicht verteilt. Im Prinzip die ganzen Stürmer, ne? Ja, okay. Jetzt ist die Frage, was werden die vier Stürmer davon? Steininger, Maderer, Nollenberger. Ja, und Kruber ist jetzt schon. Das sind die zwei Jungen, die werden verlieren. So der Plan. It's got a story to tell. So. Ja, dann speichern wir das Ding mal kurz. Mach, oh ne, den Kalender, die ist was vergessen. Digga. Jawohl, erstmal in die Saison reingestartet und Kalender nichts gemacht. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich, du. Gott, was ist denn hier los? NOVF Oberliga Süd. Moment, hä? Warte, was? Sind wir jetzt auf. Hä? Warte. Was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was ist das denn jetzt? Bayernhof und wir als Zweiter, also als Dritter und Vierter anscheinend hier reingerutscht. Essingen, Crailsheim, Weidenhoch, Schwabach, Eltersdorf ist abgestiegen. Dorf Merkingen sind auch neu. Aber Erlangen ist noch da? Ja gut, die haben mit dem Rallye gespielt, wenn die. Aber hä? Und du musst ja in der Regionalliga. Jetzt Landsberg, Freiberg, Ingolstadt und Vilsing. Vilsing ist in der Regio. Eieiei. Okay, ich weiß nicht, wie wir gelandet sind, aber wir sind hier. Ja gut, geht früh los, ne? Dann hier kurz Trainingslager. Tag der Jugend ist wichtig, weil der useless ist. Sponsorentag. Fanclub-Treffen. Saisoneröffnung. Hier machen wir ein Freundschaftsspiel. Gegen die A-Jugend. Und dann geht's quasi schon los. Krass. Suffocation, no breathing. Literally. Gut, wir hatten erst Jubiläum. Mein persönliches Jubiläum ist das die Saison danach. Gut, dann haben wir hier das Abschlussfeier. Spielauszeichnungen und dann speichern wir nochmal. Aber da haben wir einen vollen Terminkalender, wa? 38 Spieltage jetzt, weil 19. Mannschaften, nee, 20. Also 19 gegen uns. Quasi.